Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Mount & Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit dem mächtigen William Marshall. Wir versuchen noch hier ein bisschen, du musst, Moment, Soldiers! Warte mal, warum wählst du jetzt alle aus? Ich habe unsere neue Mitstreiterin, die habe ich da extra auf die 2 gesetzt. So, und die 3, wer ist das jetzt? Oh, das war der falsche. Okay, dann haben die schon mal direkt gekillt. Vielleicht finde ich da noch eine etwas andere. Ja, jetzt killt man bitte meinen Hotte Hühnig. So, da sind wieder die Headshot-Steine am Start. Wer mir dient, der lebt auf jeden Fall gefährlich. Und wir merken mal wieder, Steine sind die Atombomben des Mittelalters. Oh, die KI sollte in so einer Situation vielleicht auch einfach mal davonlaufen. Ich weiß es nicht genau. Oh, wir haben Bauern befreit. Dann schenken wir ihnen die Freiheit. Und wir nehmen mal diese Ausrüstung damit und werden die wieder werden die mal hier an die Armen spenden oder was auch immer. Keine Ahnung. Das bitte alles mal weg. Ja, ich verkaufe die jetzt auch aus dem relativ einfachen Grund, weil ich ja tatsächlich ein bisschen. Warte mal, so Diebesgelump zieht es jetzt dann bitte auch nicht an, auch wenn ich verzweifelt bin. So, und ich hatte ihr tatsächlich, der Vasinia, unserer Schildmaid, habe ich eine andere Truppe zugewiesen. Und aus irgendeinem Grund ist jetzt auf der 4, dann machen wir sie auf die 4 und dann mache ich dich auf die 3. Ist das so in Ordnung? Ich hoffe es. Dann, hey, wir haben einen Bogen-Skill bekommen. Ich nehme tatsächlich, glaube ich, hier die Geschwindigkeit, um die Zielbereitschaft zu bekommen. Aus irgendeinem Grund hat er die Skills nicht gespeichert im letzten Part. Finde ich echt etwas merkwürdig, aber gut, wir gucken mal. Das ist witzig, den Skill hat er sich gemerkt. Ich mach mal dann, jetzt gucken wir mal. Die Skills merkt er sich offenbar nicht. Gut, ist auf jeden Fall interessant, kannte ich so noch nicht, alles klar. Ja, wo wollten wir hin? Richtung Norden. Da war nämlich jemand unterwegs, der mir etwas erzählen kann über die Schlacht von Pendrake. Der ist aber offenbar schon wieder weg, dann warten wir hier gerade noch ein bisschen. Zumindest so lange, bis ich unsere Jungs und Mädels etwas erholt haben. Müssen wir mal ganz kurz gucken, wie viele. Wir können ja noch 2 Kompagnons anheuern. Vielleicht brauchen wir echt noch den Arzt, ne? Oder die Ärztin in dem Falle. So, und dann gehen wir erstmal nochmal in die Arena. Ach, guck mal da. Noch ein Turnier. Vielleicht reißen wir ja heute was. Es gäbe immerhin eine coole Belohnung. Okay, jetzt schnell weg. Ach Mann, ich habe da den Schild so spät oben gehabt. Ja. Ah, kriegst du den Speer in den Rücken, bist du down, aber ist okay, es reicht für die nächste Runde. So, das hier wird jetzt eher problematisch. Oh Mann. Okay,
ich muss echt ein bisschen genauer zielen, offenbar auch. Also vorher, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch meine Maus-Sensibilität erhöht, ohne es zu merken. Ich hau auf jeden Fall viel öfter daneben. Gut, gucken wir mal weiter. Ich habe ja jetzt auf jeden Fall gesehen bei den Skillpunkten. So, musst du bitte. Oh. Was? Okay. Okay. Dieses Blocken zurückhauen funktioniert aber leider auch nicht immer. Wobei der offenbar hier jetzt eine Waffe hatte, mit der wir nicht so eine hohe Angriffsgeschwindigkeit hatten. Da hat das relativ gut geklappt. Ui! Also die KI weicht auch echt gut aus, muss man sagen, tatsächlich. Das ist ein bisschen, also das ist krass, wie, also das ist auf jeden Fall neu, das war vorher nicht so. Wir haben eine coole imperiale Schulterplatte auf jeden Fall gewonnen. Okay, wir haben sogar Skillpunkte gekriegt. Was haben wir jetzt hier? Äxte und Keulen, 5% oder 2% mehr Swingspeed. Da nehmen wir die Swingspeed auf jeden Fall. Die bringt uns, glaube ich, im Turnier tatsächlich mehr als die Damage-Wirkung, weil es wichtiger ist, schnell zu attackieren, ne? Ja, die ist nochmal leichter als die Rüstung, die wir jetzt haben. Du warst zuerst da, ne? Deswegen rüsten wir ihn noch etwas prioritär aus. Vielleicht können wir übrigens hier noch was verkaufen. Den Schal auf jeden Fall. Komm, wisst ihr was? Ich verkaufe jetzt auch mal... Soll ich auch mal das Kamel hier verkaufen? Ach, wir behalten das noch ein Momentchen. 300 kommen mir jetzt auch irgendwie wieder ein bisschen arg wenig vor, ne? Wie viele Hitpoints haben unsere Jungs und Mädels denn? 44 und 43, okay. Was haben wir da in der Taverne? Das ist so ein, Entschuldigung, warte mal, das ist so ein Ingenieur, ne? Mhm. Ja, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Der Gelehrte, ah ja, gut, ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Aber es ist tatsächlich auch jetzt nicht so meine Priorität, ne? Laufen mal noch einfach ein bisschen. Unsere Jungs heilen ja auch, wenn wir einfach nur so weiterlaufen. Ich weiß nicht. Wollen wir gegen 9 Looter kämpfen oder gegen 7... Gebirgsbanditen. Vielleicht gegen die Gebirgsbanditen, oder? Vielleicht versuchen wir denen mal das Handwerk zu... Ach, guck mal da. Wir haben sogar hier... Ja, ja, klar. Wir haben sogar Unterstützung, ne? Stay close! Ja, ja, kommt mal mit. Hat er mein Pferd getroffen? Ich glaube, ich habe ihn getroffen, ne? Aber es ist schon witzig, dass diese 15 batanischen Ritter nicht mit den Banditen da klargekommen sind, ne? Das ist ja auch schon irgendwie etwas merkwürdig, ne? Naja, gut. Gönnen wir es ihnen, ne? Epikroter wäre, glaube ich, unser nächster Anlaufpunkt. Oh mein Gott. Eine unserer Mitstreiterinnen oder unser Mitstreiter. Jedenfalls einer von denen wurde verwundet. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Aha, da sind wir wieder. So, dann verkaufen wir mal noch ein bisschen Schrott. Bitte das und das verkaufen. Guck mal, 733 jetzt für das Kamel ist auf jeden Fall schon mal besser. Ist auf jeden Fall auch besser, als da jetzt Wurst draus zu machen. Ne? Was gibt's hier für ein Turnier? Mal gucken, da gibt es nochmal ein Schwertchen. Okay. Gut, der ist jetzt schon mal down. Das ist schon mal wichtig. Das ist blöd, wenn man den Speer so hält.
Ui, der hat geblockt. Da habe ich aber das Pferdchen getroffen auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, es ist am cleversten, erstmal hier auf den schwach gepanzerten zu gehen, aber der blockt gut. So, dann schauen wir mal, ob wir ihn niederreiten können. Ja. Wobei das auch insofern wieder krass war, weil der sehr gut ausgewichen ist wieder. Oh, ein Duell. Okay. Oh Mann, was ist das? Ein imperialer Milizschütze? Immerhin dürfte der nicht die beste Panzerung haben, ne? Oh, wir kämpfen gegen Bellythor in der nächsten Runde. Das wird ja lustig, nicht? Oh. Oh, krass. Wow. Der ging schnell down auf jeden Fall. Und das ist ja insofern nochmal bemerkenswert, weil der wirklich auch eine krasse Rüstung hatte, ne? Oh, ich habe extra noch versucht zu blocken. Oh Mist. Boah, wie aggressiv die KI ist, ey. Verstehe ich jetzt nicht, wie der damit treffen kann. Boah, krass. Also, natürlich ist das jetzt insofern, also der hat mich halt getroffen, weil ich den Schild frontal vor mich gehalten habe und er von der Seite sein Schwert reingeschwungen hat, aber eigentlich, also glaube ich, müsste es ja so sein, er muss ja mit der Hand, so von der Schwungbewegung her, hätte er ja vorher eigentlich mein Schild berühren müssen und in dem Moment kann er ja nicht mehr so zuhauen, ne, also ich, ne, es sei denn, der würde den Schwertarm sehr, sehr merkwürdig halten und die Hand irgendwie so komisch dabei abwinkeln, wobei man ja dann das Schwert nicht mehr so stabil führen könnte, also ich fand das jetzt schon ein bisschen komisch. Aber gut. Sei es drum. Es ist ja Jammern auf hohem Niveau. Die hat Zweikampf und die hat momentan auch diesen leichten Säbel. Und du hast ja auch schon, glaube ich, ein gutes Schwert. Wobei das ja nochmal deutlich besser ist, offenbar. Und ich würde eigentlich sagen, sie bräuchte eigentlich auch ein Schwert noch, vielleicht auch noch einen günstigen Schild, den sollten wir ihr vielleicht noch kaufen, ne? Es ist natürlich hier auch ein bisschen schade, dass man die Mitstreiter, die man hier bekommt, ne, dass man die erstmal irgendwie vollständig selbst ausrüsten muss, ne? Was hast du jetzt eigentlich? Du hast so einen nördlichen Rundschild, aha. Okay, pass auf. Du kriegst ein Kavallerieschild und du kriegst auch, obwohl, warte mal, doch, ja, du kriegst auch ein Kavallerieschild. Denn sie Okay. Geschwindigkeit 3319. Alles halt nochmal deutlich schwerer, aber sie braucht ja kein Kavallerieschild, weil sie reitet ja nicht, ne? Also sie hat ja nur so ein, sie hat ja nur so ein Lastengaul eigentlich, ne? Dementsprechend für 56 sind wir da, glaube ich, ganz gut bedient beim Ausrüsten.
Okay, noch so 5-6 Minuten ungefähr. Auf jeden Fall noch safe hier Let's Play. Und dann würde ich mal überlegen. Jetzt habe ich mich gerade schon gefreut. Okay, pass auf. Also was, wir legen denen mal schnell das Handwerk, um diese Reiseroute hier ein bisschen sicherer zu machen. Da ist ja schon echt viel los, ne? So, und jetzt. Jawohl, okay, gut, alles klar. Die steigt jetzt auch ab. Sehr schön. Und dann, ja, ich habe noch eine Geschichte gefunden, die ich sehr vorlesenswert finde, wo es um ritterliche Tugenden geht. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Haben wir die Truppe geschafft, ja, ne? Aber die haben den Inrik, den haben die nochmal platt gemacht, ne? Wir müssen ihn eigentlich Inrip nennen, weil der wirklich häufiger mal rippt, ne? Wir bekommen halt tatsächlich Renown dafür, weil wir in der Unterzahl, glaube ich, so ein Gefecht hier antreten, ne? Ich meine, das müsste es ja sein. So, das schmeißen wir übrigens alles hier auf den Marktplatz und dann. Wir wollten. Ja, sag mal ganz kurz. Hinterhältig. Ist er denn trotzdem adliger Abstammung? Können wir ja trotzdem mal fragen. Okay, also ich mache die Sachen auf die alte Weise. Kopfgeldjäger oder was? Aha. Ja gut, ja, aber. Okay. Ja, dann, aber das ist jetzt nicht so. Wenn er wenigstens eine adlige Abstammung gehabt hätte, dann hätte ich jetzt hier gesagt, dann sehen wir darüber hinweg, dass er halt hinterhältig ist, ne? Was man machen könnte noch. Nee. Ja, komm, sagen wir mal das Turnier. Was gibt es denn hier zu gewinnen? Nochmal ein Schwert, okay. Team-Match, alles klar. Du Hut. Oh, ouch. Okay. Wenn man die so ein bisschen umtänzelt, dann kann man mit dem Speer tatsächlich noch so ein Gefecht hin und wieder entscheiden. Natürlich nicht, wenn man es so blöd anstellt wie ich, aber immerhin, den Typen haben wir gekriegt. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Der blockt sich einfach bis zu mir vor, ne? Also mag der mir auch noch mal helfen? Oh, ist der schnell. Ich würde den auch eigentlich gerne in Runde 1 schon draußen sehen. Gut, aber der hat es jetzt halt weitergeschafft, glaube ich, ne? Immerhin.
Ja. Oh, ein Axtduell, okay. Autsch. Und auf einmal steht der Typ auf der anderen Seite. Die sind so schnell geworden. Boah, Junge, ey. Also ich finde, die Kämpfe sind mittlerweile schon deutlich schwieriger. Auf jeden Fall schwieriger als vorher. Wahnsinn, oh Mann. Danke. Oh Mann, ey, Alter, den muss ich zumindest noch schaffen, aber ich sehe es hier nicht passieren. Ja, ich kann den halt nicht, ich habe den dreimal oder viermal, ich weiß es nicht. Der hat nicht mehr viel Hitpoints gehabt, aber wow, Oleg, okay, gut, natürlich immerhin noch der Anführer von einer eigenen Fraktion, ne? Ja, ist ja klar. Und dann trittst du gegen den noch im Team-Deathmatch an, ne? Und dann noch halt diesen krassen, was war das, dieser Elite-Bogenschütze, ne? Oder so ein Elite-Kämpfer auf jeden Fall. Mann, ey. Der Dino-Rick, The Shark, okay, ne, definitiv nicht, ne? Wir warten mal hier noch ein bisschen. Vielleicht machen wir doch noch ein Turnier, mal gucken. Das ärgert mich, wenn du dann halt am Ende fände ich es halt mal sinnvoller, wenn du dann halt so in einem Duell zumindest dann deinem Teamkollegen halt eben sagen könntest, so, lösch dich jetzt mal bitte nicht, ne? Na, okay, gut, für den Helm warten wir noch, ne? Okay, der Inrik, das ist ja unserer, ne? Der ist ja weitergekommen. Oh, das war gut attackiert von dem. Okay. Der ist schnell. Okay. Oh, krass. Hätte ich jetzt gedacht, eigentlich... Hat er ja. Also, eigentlich hat er mich ja nicht wirklich getroffen, ne? Manchmal sind die. Also, das war mir so klar in dem Moment, als ich gesehen habe, dass meine Attacke daneben geht, dass der das ausnutzen wird. Genau, komm, mach ihn mal platt. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das noch gewinnen. Aber immerhin hat der sich ja auf dem Pferd durchgesetzt, ne? Wenn du hier in diesem Duell wenigstens ein Schwert hättest, dann wird es nicht so ewig gehen, ne? Das dauert ja auch immer so lange. Okay, wieder so ein Teammatch, ne? Oh Mann, ey. Und jetzt machen wir langsam, mein Freundchen. Mal jetzt ein Bogenschützenduell. Oh, Junge, ey, wo schießt du hin? Oh, wow, okay. Geht dann relativ fix, ne? Wenn du eine Axt hast, kannst du damit ganz schön Damage machen. So, jetzt komm.
Okay. Dann funktioniert das. Wenn der Typ jetzt aber die Axt hätte, ne? Dann hätten wir eines dieser Matches super leicht verlieren können, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Oh, das ist wieder so ein Speerduell, das mag ich ja gar nicht, ne? Oh, wow. Wo hat er mich denn getroffen da? Oh. Okay, bitte. Nee, das ist keine Chance. Das geht nicht mit den... Das geht nicht mit diesem Umtänzeln hier. Das geht überhaupt nicht mehr, klar. Ja, das war mir so klar, dass der mich da trifft, weil ich musste den Block nochmal ändern. Ich hatte blöd zur Seite geblockt, sodass er mich hätte treffen können. Oh. Warum treffe ich den denn da nicht an den Beinen? Also ich verstehe, dass ich da mal... Habt ihr das jetzt gerade gesehen? Also ich verstehe, dass ich den hin und wieder mal... Autsch. Hier, da zum Beispiel jetzt auch wieder. Ich verstehe ja, dass ich den da hin und wieder auch mal ein Schild treffe und... Das war jetzt Quatsch. Da habe ich aber geblockt. Und dann macht er da 24 Treffer. Macht er dann noch am Ende einen kritischen Hit. Okay, krass. Heftigst. Also, ich mag diese Speerduelle echt überhaupt nicht, ne? Die sind so blöd. Was war das denn? Harden Brigand, okay. Ja gut, aber immerhin, wir haben einen guten Helm gewonnen und Renown bekommen. Renown ist hier eigentlich tatsächlich nochmal wichtiger, ne? Zeig mir das mal gerade. Ist der besser als den wir haben? Nee, ne? Der ist leichter, hat aber weniger Rüstungspunkte. Dann geben wir ihn ihr. Wie in unserer Schildmeiten. Also. Nice. Sieht gut aus. Steht dir. Okay. In Balgard. Nee, da war der Typ nicht. In Vanoverpol. Ah ja, okay, gut, alles klar. Dann speichere ich hier nochmal schnell. Ja, aber dann komme ich heute nicht zum Vorlesen. Von dem, was ich eigentlich vorlesen wollte. So, geh mal zur Taverne. Ich spreche mal mit ihm. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so ein... Wieder einfach nur so ein billiger Söldner-Kopfgeldjäger-Typ ist. Oh shit, ich habe schon mit ihm gesprochen. Ja, dann war er aber... Dann war er kein Kandidat für uns, schätze ich. Ne? Es gibt ein Turnier. Ich kann mal gucken, was es zu gewinnen gibt. Gibt es eine Rüstung? Nochmal einen Helm. Ja, ich weiß nicht. Okay, kommt Kinder, wir versuchen nochmal unser Glück. Bilde mir zumindest ein, mit dem Bogen in der Hand deutlich schneller zu laufen, als wenn ich ein Schild habe. Ich bilde mir auch ein, viel häufiger den Schild zu treffen. Ja. Ha!
Okay, das kann ich. So, so blöd. Ach, so blöd. Aber ich wusste, sobald ich auf dem Gaul sitze, knall ich den Typen da ab, ne? Eieiei. Oh Gott, der Istvan macht mit. Der ist natürlich auch der Bratello, ne? Und der Jorek. Alter Schwede, ey. Da machen jetzt wieder zwei heftigste Sturgeon-Adlige mit. Oh Gott, und ich kämpfe jetzt gegen Inrik und Yassid. Das ist auch imbar, will ich mal behaupten. Okay, wenn man erstmal einen down, genau. Gut, hey, wow. Ha, ich muss mir Gedanken drüber machen, ob ich nicht vielleicht doch den Sturgeon-Milizbogenschützen-Kacknoob mitnehme. So, gegen wen kommen wir? Gegen Istvan und den Mercenary Scout, okay. Mhm. Gut. Oh, der Istvan hat den Typen ausgeschaltet. Ja. Oh, der ist zu schnell. Der ist so schnell. Wow, krass. Also hier die Situation war insofern heftig, weil der relativ viel ausgehalten hat und weil er sehr schnell war auf jeden Fall. Nee, und es war was anderes. Und zwar, wenn ich den, ich glaube, also das ist mir nur so aufgefallen, als ich den attackiert habe, das war, als würde, also ich habe ihn zwar getroffen, aber dann ist mein Waffenarm nochmal so nach hinten irgendwie so ein bisschen weggebounced irgendwie, aber es kann natürlich auch an der heftigsten Rüstung von dem Typen da liegen, ne? Okay, Schwein gehabt. Also Sturger-Duelle scheinen aber, wenn keine Adligen da so mit dabei sind, relativ gut zu gehen, weil du halt die Äxte hast. Ne? Du kannst die Turniere hier wesentlich besser kämpfen, wie ich finde. Ist interessant auf jeden Fall. Wir gucken nochmal ins Inventar. Außer du hast halt diese Matches. Außer du hast halt diese Matches mit den mit diesen Speeren, ne? Diesen Pain auf jeden Fall in Sturger. Aber ansonsten eigentlich ganz okay. Ja gut, ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu. Im nächsten Teil sehen wir uns wieder. Heute ist Sonntag, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es auch einen Livestream. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr heute Abend vorbeischaut um 21 Uhr. twitch.tv/GünterShadow. In diesem Sinne macht's gut und Pax Vobiscum. Valete.